Was ist denn unten an der Bahn eigentlich los? Ach, da ist gerade einer der Trucks gefahren. Zwergzüge! Ich bin wieder kurz davor, die Brände auszuschalten, weil das nervt mich einfach unglaublich arg, ne? Die kommen aus der Stadt, glaube ich, raus, ne? Müssten aus der Stadt kommen. Maybe. Ja, die kommen. Okay. Was mit der Justiz? Die müssen wir wieder anschalten, ja. Die müssen wir wieder anschalten. Ich denke auch, das werden wir heute machen. Dazu hatten wir ja noch einen kleinen Plan, den werden wir heute auch durchführen. Ich habe da schon Ideen. So. Feuer ist gelöscht. Gut. Okay. Also, unser Plan ist es wie folgt. Wir werden hier oben diese große Geschichte abreißen. Das hier, das Gefängnis muss raus. Wir werden das entfernen. Fahrzeuge im Gebäude. So, Abriss, meine Lieben. Abriss, alles muss weg. Gut. Dann haben wir die jetzt gelöst. So. Okay. Wie wäre es mit richtigen Brücken? Nix da. Denkmalschutz. Können wir nicht ran. Können wir nicht ran. Die Brücken dürfen niemals abgerissen werden wegen Denkmalschutz. Da ist die Denkmalpflege extrem eindeutig gewesen. Tudu, Dankeschön für den lieben Hype Train. Vielen lieben Dank. Ach, diese richtigen verrückten Hype Trains hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? Also ich meine jetzt ohne das zu baiten, ne? Das, ihr wisst, wie es ist, ne? Das ist jetzt einfach, nehmt das einfach mal jetzt einfach so als Aussage. Das war jetzt keine Aufforderung, sondern wir hatten schon lange keinen von diesen absurd hohen Hype-Trains mehr, ne? Schon, ist mir einfach letztes Mal wieder aufgefallen. Dachte ich mir, hä? Hatten wir schon echt eine Weile nicht mehr. Was nicht schlimm ist. Absolut nicht, ne? Ist mir nur einfach letztens in den Sinn gekommen. So. Gut, das machen wir jetzt mal so. Und dann müssen wir jetzt diese Straße hier abreißen, weil da muss jetzt die Route durch. Das heißt, wir werden jetzt hier den Weg, was ja nur ein Weg ist, werden wir hier mal ein bisschen kürzen. Oh, warte mal kurz. Ich habe eine Nina-App-Alarm. Schwere Gewitter, heftigen Starkregen und Hagel. Aber nicht bei mir. Okay, gut. Schön. Freue mich. Also nicht. Das freut mich nicht. Letzter große Hype-Train war bei Timberborn. Echt, ist das schon wieder Timberborn-Zeit gewesen? Wild einfach. So, ich hole hier jetzt mal ein paar mehr Baubüros, weil das nervt mich auch ganz schön arg, dass die da zugewiesenermaßen so ein bisschen schwierig sind. Okay. Wie schaut es hier aus? Kapazität 0. Wir werden heute mal in die neue Ernte reingehen. Mal gucken, wie das so läuft. Wie schaut es mit dem Dünger aus? Dünger ist okay. Wir haben einen Stau irgendwo. Das ist aber wahrscheinlich wieder irgendwo so eine Kleinigkeit. Weil ich sehe keine massiven Staus aktuell. Gefällt mir auch gut. Gut, da haben wir die Abzweigungen. Die sind safe. Wir könnten jetzt diese Ecke nochmal neu machen. Also hier diesen Bereich. Stückweise, aber das würde ich auch, da würde ich die Ernte jetzt erstmal abwarten tatsächlich, das ist so eine Winterarbeit, da gehen wir dann von dem Gebäude bis hier rüber hoch und machen die Tanke auch gleich, das machen wir alles in einem Aufwasch. Was wir aber machen könnten, und das mit sehr hoher Priorität, ist diese kleine Geschichte, und da weisen wir auch wieder alle Baubüros drauf zu, das will ich ein bisschen schnell gewusst haben, das drehen nämlich die Busse hier durch. Noch geht das, aber wir müssen das ein bisschen beschleunigen, damit die da nicht wild reinfahren. Barok, danke für die 50er-Stream-Serie. Ja, guck mal. Erste Teile stehen schon. Freue ich mich. Da kommt auch schon der andere Teil. Wunderbar. Perfekt. Das ist eine ganz schnelle Geschichte, die wir hier machen. Das gleiche könnten wir im Übrigen hier auch mal probieren. Das wäre auch sehr, sehr wichtig. Damit das einfach ein bisschen schneller geht, sollten unsere Baufahrzeuge tatsächlich auch können.
Haben wir. Ja, da haben wir noch genug von. Ja, auch passt. Ja, jetzt kommen die natürlich hier nicht mehr raus. Das ist jetzt gerade ein bisschen doof, aber das macht nichts. Ja, jetzt ist super, super Idee. Blackwing, wunderhübschen guten Abend, genauso wie Bodenwolf. Hallöchen. Und an alle, die ich noch nicht begrüßt habe, auch euch einen wunderhübschen guten Abend. Schön, dass ihr bei dieser Temperatur anwesend seid. Den Weg hergefunden habt. Und euch einfach über ein bisschen Bütze am Abend freut. Okay. So, wie weit sind wir hier oben? Hier ist der Abriss schon am Laufen. Dann können, und hier auch die Neubaugeschichte läuft schon. Das heißt, wir sind hier oben fast so weit, dass wir weiter ran können. Warum stehen die Autos vor der Klamottenfabrik? Weil das Haftautos sind. Warte mal kurz. Den müssen wir wegtun. Den müssen wir wegtun. Und den müssen wir wegtun. Gut. Das ist ein guter Einwand gewesen. Die müssen kurz mal umverlagert werden. Gut. Dann müsste die Klamotte jetzt wieder laufen. Außer da steht noch einer drin, den ich nicht gefunden habe. Gerade. Ne, da stehen sogar noch zwei drin. Auch Haft. Auch Haft. Okay. Wir haben ein paar Häftlingsfahrzeuge, wobei ich glaube eher tatsächlich, dass wir die auf Dauer jetzt nicht so brauchen werden. Gut, dann war das der Stau, vermute ich mal. Oder das ist der andere Teil. Oh nein, hier oben haben wir einen Stau. Das ist super unglücklich gerade. Hoffentlich hängt da der andere, der nicht drin. Wo ist der? Der hängt da drin, okay. Warte. Die da raus. Der muss ja nur durchfahren können. Der da ist es, ne? Oh Mann, das ist schon wieder heiß, ne? Kann ich hier irgendeinen bewegen? Warte mal, der muss ja, der will wahrscheinlich hier abbiegen, ne? Der muss ja nur unten rauskommen, das ist ja alles, ne? Ja, der will auch ab und der kommt weg. Gib mir eine Sekunde, der ist ja gleich da, ne? Das dauert ja jetzt nicht lange. Die warten ja nur noch auf den hier, oder? Ne, das ist gleich fertig, dann können die anderen Busse alle oben losfahren. Warte kurz. So, hier oben. So, das heißt, die fahren jetzt alle los. Okay, jetzt löst sich der ganze Knoten wieder. So, kein Problem. Damit kommt der ganze Verkehr jetzt wieder in Wallung. Dieses Ding müssen wir abreißen, unbedingt.
Da muss ich kurz warten, bis da alle weg sind. Weil dann kommen die nämlich sonst nicht weg. Das ist super dumm. Das ist super blöd. Das muss man. Solche Sachen müssen wir einfach ein bisschen mit Schmackes machen. Die müssen wir ein bisschen umlegen. Weil dann löst sich der Verkehr hier auch ein bisschen mehr auf. Weil die Leute nicht dann die ganze Zeit da stehen. Hier ist ein Zebrastreifen, da ist es wieder was anderes. Es fehlen hier noch 646 Follower auf die 100, auf die 10.000. 100.000. Wäre ein bisschen viel gewesen, ne? Vielen Dank für die Info. Ist nicht mehr weit hin, ne? Wahnsinn, oder? Ja, da hat der Raid vom lieben Beam auch durchaus sehr geholfen. Das gebe ich gerne zu. Das war super, super lieb von ihm. Oh, 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 oh. Das ist vielleicht ganz dringend hier. Priorisieren und alle Bauämter drauf werfen. Wenn wir das ganze Setup hier ein bisschen neu gestalten, dann machen wir es gleich richtig. So, gibt es dann einen Jubiläumstream? Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, ich habe mir da ehrlicherweise noch gar keine Gedanken zugemacht, weil ich gedacht habe, das dauert noch eine ganze Ecke. Puh. Oh, hier müssen wir so viel noch upgraden, ey. Noch so viel zu tun einfach. Okay, die arbeiten schon dran. Ja, wir schauen mal, wie so ist. Bis dahin dauert es ja auch noch ein bisschen. Aber mal gucken. Fehlende Ressourcen Alkohol. Was? Ein neuer Zwerg. Markus, dankeschön. Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Kalthoras. Dankeschön für den Verschenken an Kalthoras. Ganz, ganz lieben Dank an Markus der Franke. Kein Alkohol mehr? Willi? Ja, gut dann. Sag mal, mag der Bot schon wieder nicht mehr? Ich geh mal schnell reingucken. Der ist noch frisch! Der ist noch frisch! So, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Das könnte uns Bevölkerung kosten. Deswegen bin ich da jetzt mal ein bisschen präsent. So, jetzt schauen wir mal, ob der Bot gerade wieder einen Schluck auf hat. Hat er auch tatsächlich gehabt. Bot müsste jetzt ready sein. Ey, Markus! Alter, Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Mademax unterstrich 946. Ganz lieben Dank, Markus der Franke, für den Verschenken an Mad Max. Ist hier schon wieder ein kaputtes Fahrzeug drin, oder was? Ich dachte, wir haben die alle. So, warte mal, hier war unsere Baustelle. Da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, wie wir das am dümmsten hindeichseln.
So, das Hallenbad ist auf jeden Fall in Betrieb. Hier im Krankenhaus läuft es eigentlich auch ganz gut. Und jetzt hat sich dieser ewige Stau endlich mal aufgelöst. Sehr glücklich drüber. So, machen wir das mal. Kann ich das irgendwie anders hindeichseln? Weil hier will ich nicht mehr ran. Das funktioniert einfach nicht. Und hier unten komme ich, glaube ich, nicht ran. Komm ich hier irgendwie raus? Nee, ne? Nee. Ich meine, das könnten wir so bauen, dass es wirklich einen Zebrastreifen gibt. Aber warte mal. Ich habe eine andere Idee. Da haben wir ja noch ein paar Baustellen offen, ne? Das waren die unterirdischen Dinger, die nicht funktioniert haben. Lass uns die mal abreißen. Und dann legen wir da unterirdische Wege rein. Weil wir haben ja hier schon das. Und das ist ja genau das, was sie eigentlich auch wollten. Und dann werden wir jetzt zum Beispiel hier noch so ein Ding bauen. Hier sowas. Warum habe ich das jetzt abgerissen? Ein neuer Zwerg ist in Ach, Markus weil, unterstrich ja, unterstrich okay. Franke schenkt einen Markus. Sub an Matt unterstrich LBG. Ey, vielen Dank für den Verschenk an Matt LPG. Vielen lieben Dank an Markus der Franke für den lieben verschenkten Sub. So, warte mal, gibt es da irgendwie geilere Unterwege? Ich such da jetzt gerade mal was. Das ist jetzt auch so ein ganz wildes Ding. Das, sowas gefällt mir tatsächlich sehr gut. Oh, das ist auch cool, ne? Das über die Straße drüber. Oh, das wäre der Abschuss, ne? Sowas hier zu bauen, wäre richtig geil. Das bauen wir, ja. Das schaut cool aus. Ja. Aber wir bleiben bei unserem Plan, trotzdem noch Unterführungen weiterhin reinzuziehen. U-Bahn-Station oder was? Ja. Aber finde ich hier eigentlich fast schon passend. Ist halt unglaublich tief das Ganze, ne? Ja, weil es U-Bahn ist. Lass uns mal nicht U-Bahn bauen. So, müssen wir nochmal schauen. So ein Ding. Kann ich dann da noch eine Pergola drüber bauen? Nee, ne, das geht ja nicht.
Ich finde das doof, dass die dann aus dem Nichts entstehen. Ich bräuchte einfach andere Schächte dafür. Das wird auch alles abgerissen, ja. Okay, passt. Eine Straßenbahn. Das Problem ist, die Leute laufen hier, also ich meine, viele wollen hier oben hin, ne? Das wollen schon viele. Das heißt, auch hier fehlt uns zum Beispiel komplett der Zugang. Das heißt, auch hier machen wir jetzt erstmal, weil das die einzigen sind, die ich tatsächlich gut finde an der Stelle. Ja, das ist super, ganz toll. Gut, nochmal ein kaputtes Fahrzeug. Das ist immer noch das gleiche, ist immer noch das gleiche. Beim Müllstahl haben wir einen Bedarf, muss man gleich mal gucken. Sind ja alles so alte Krücken drauf. Lass mal schnell schauen im Fahrzeugersatz, bitte. Noch zu groß. Ich suche einen kleineren. Sowas vielleicht. Das können wir gar nicht machen, ne? Diesen Ersatz. Warum auch immer. Wenn ich groß bin, dann möchte ich Bagger werden. Schön. Ja, die haben auf jeden Fall viel Abrissarbeit hier. Genau, dann machen wir jetzt Folgendes und dann machen wir das nämlich auch hier so. Dann legen wir jetzt hier überall diese Dinger rein. Da ist ja schon einer. Der wird abgerissen, ne? Ja. Gut, dann haben wir das. Ich will unser Untergrundnetz einfach mal so ein bisschen verstärken. Und deswegen baue ich hier jetzt etwas mehr auf. French Cup auch dir einen wunderhübschen guten Abend. Hi. Um die Leute von der Hauptstraße fernzuhalten. Das ist mein Ziel eigentlich hauptsächlich. So. Autobahntunnel, der läuft tatsächlich viel weiter oben. Hier unten sind wir da relativ safe. Das ist nur im Zentrum eine Problematik. Ein Zwerg will neue Minen, aber selbstverständlich doch. So, hier kommen wir jetzt durch, oder? Ja.
Dann können wir endlich hier weitermachen. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, heute geht mal was. Ich hab mal so ein bisschen den Eindruck, heute geht mal was. Wasser ist auch heute auch noch eine Idee, ja. Aber jetzt mache ich erstmal hier hinten die Straßenwege neu, weil die tatsächlich zum Verkehr oder immer wieder ein Verkehrsproblem erzeugen. Deswegen ist das so gerade Prio, damit uns hier hinten das System nicht wegbricht, wenn wir wieder an die 15.000 Einwohner kommen. Wir müssen ein, zwei Sachen vorbereiten, aber das nur so am Rande tatsächlich. Wir werden unsere Arbeitslosigkeit relativ schnell lösen können, denke ich. Wie schaut es denn aus? Wohnt jemand bei den Eltern? Nein, noch nicht. Wir haben noch restfreie Wohnungen. Aber das sind nicht mehr viele. So wie das aussieht, ist das schon bald voll alles. Autobahntunnel abreißen ist Zwergs Spezialgebiet. Ja, klar. Ich mache das doch aus Leidenschaft. Ihr wisst das doch. So, machen wir hier mal eine anständige Straße draus. So. Kommen die da hin? Elektronische Bauteile fehlen noch. Okay. Und die Leute, die von hier kommen, werden wahrscheinlich jetzt neuerdings dann den Tunnel verwenden. Oder die Tunnel sind ja deutlich mehr geworden jetzt. Mal gucken. Ob das vielleicht eine Option ist. Aber wir bauen noch weiter. Wir müssen die Stadt noch ein bisschen sinnvoller untertunneln. Ich sehe das schon. Ihr verzehrt euch danach. Und hier haben wir nämlich den Anschluss an den anderen Tunnel noch. Ja, das passt sogar. Und damit hängen sie am Restsystem dran. Das heißt, das ist hier Verbindungstunnel. Dann bauen wir hier noch einen rein. Ja. Ja, viele Tunnel werden hier noch tatsächlich noch gar nicht gebaut. Weil die erst noch die Straßen bauen müssen. Aber das ist okay für mich. Da sieht man den Unterschied zwischen City Skyline 2, keine Kreisfähre und der Verkehr läuft trotzdem recht gut. Ha, weiß ich nicht. Also so weit aus dem Fenster lehnen würde ich mich jetzt tatsächlich nicht, ne? Also, schwierig. Ja. Ich denke, wenn wir mehr Querstraßen hätten, weil wir ja nicht direkt an einem Hügel dranhängen würden, würde es wahrscheinlich besser laufen, ja. Vielleicht. Aber das ist nicht gesagt, nicht wirklich. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, tatsächlich, hätten wir hier die Möglichkeit, Kreisverkehre zu ziehen. Oder leichter einzubauen. Ziehen könnten wir sie ja tatsächlich, aber leichter einbauen wäre mir eher recht. So.